So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich würde eigentlich jetzt mal irgendwie. Was haben wir denn für Quests offen? 11 Quests haben wir offen. Die Säulen der Schöpfung. Forscher haben Relikte der Wucker in einem Refugium der Flamme in den Nomadenanhöhen zurückgelassen. Durchsuche das Gebiet und birge die Relikte der Wucker. Oder Gerüchte über die Drachenhöhle. Würde ich das machen? Mythischen Drachenhöhle in den Nomadenanhöhen gehört. Ah, jetzt ruckelt es vielleicht ein bisschen. Ein paar Frames verloren. Ich liebe das. So, reisen wir mal zu den Nomadenanhöhen. Ich finde das immer schön, dass hier ein paar Frames immer verloren gehen. So, was habe ich da hinten eigentlich markiert? Weg von. Den hier hatte ich. Genau, da, das war vom letzten Mal. Von Gothic gewohnt. Ja, Gothic 3. Ja. Naja. Ich mag es aber nicht, wenn da wirklich, also richtig Frames oder so verloren gehen. Durch sowas. Also wenn ich hier bei OBS schon sehe, steht, dass da durch Renderverzögerung oder Codierungsverzögerung irgendwas verloren geht. Ah, die Miezekatze. Ach komm, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Meinst du, die NASA hat wirklich so gute Rechner? Also ich habe Starfield gespielt und da die Rechner bei der NASA angesehen. Weil man muss ja in einer der Quests zur NASA reisen. Also zu den Ruinen der NASA. Und die sehen da nicht gerade, ja, sagen wir mal so, ich glaube, mein Rechner hätte mehr Leistung als die Rechner bei Starfield von der NASA. So, da haben wir die Wookies. So. Ich finde schön, dass die auch Geflügel dabei haben. Was haben wir hier? Ist aber nicht mein Ziel, sondern das da hinten ist mein Ziel. Apropos. Ah, wir sind auch schon bald Stufe 23. Dann fehlt nicht mehr viel. Bis wir dann das aktuelle Max-Level haben. Fünf zu null gegen Leverkusen verloren. Redest du von Fußball? Ich habe da gar keinen Plan von. Also Fußball, da weiß ich einfach zu wenig. Refugium der Flamme entdeckt. Ich kenne mich mit Fußball null aus. So, hier nehmen wir mal mit. Leverkusen damit vorzeitig Meister. So, hier gibt es drei Funken.
Oh, da haben wir noch eine Kiste. Was gibt's denn hier drin? Nochmal Pfeile und mir erstmal Meteoritenschauer. Den Pfeil in den Korb schmeißen muss. Okay. Das ist Fußball. Gibt er jetzt auch mal? Der hat nicht mal Leben abgezogen bekommen dadurch. Was soll denn da? Jetzt aber. Ja, mit dem Paschi könntet ihr euch richtig gut über Fußball unterhalten. Der ist in dem Thema richtig drinne. Ich wäre aus dem Thema leider. Nein, ich komme da nicht mehr hoch. Was hat mir jetzt der Turm gebracht? Ach so. Fußball ist für mich eigentlich so, inhaltlich, 20 Mann laufen einem Ball hinterher und zwei versuchen den Ball irgendwie aufzufangen, sagen wir mal so. Mehr verstehe ich unter Fußball nicht. So. Krabbelfiecher auch noch weg. Wurde vergiftet, okay. Was habe ich hier eigentlich entdeckt? Wolfsschlund. 37 Schaden, nehme ich mal mit. Ist das jetzt besser als meine? Der macht 40 Schaden. Und der hier machte 37 Schaden. Hält den trotzdem erst einmal. Eigentlich die Bäume hier müsst ihr auch mal abholzen, sage ich jetzt mal. So, drei Miezertatzen. Autsch. Komm her. Nice. Stufe 23. Komm, wir holzen mal einen davon ab. Ach, hier gibt es nur normale Holzscheite. Ich dachte, hier gibt es schon. Ich dachte, das wäre ein anderes Holz, was wir hier kriegen würden. So. Toll. So, die Wookies auch noch. Egal welches Spiel, mittlerweile, für mich ist das immer klar, zuerst den Magier wegmachen. Egal ob Schamane,
Die sind diejenigen, die mir irgendwie am meisten hier auf, also egal welches Spiel, auf den Sack gehen. Ob nun bei Gothic oder hier in Shrouded oder Elder Scrolls. Ich habe mir das so mittlerweile angewöhnt. Die, die zaubern können, zuerst erledigen. Was ist das hier für eine Höhle? Höhlenpassage. So. Jo. So, was haben wir da drinne? Nehmen wir mit. Transzendenter Magieschild Stufe 6. Hoppala. Kann ich den hier? Ne. Wird er hier ausgerüstet? Der wird hier ausgerüstet. So, und hier haben wir wieder das Leuchtstein. Leuchtbewuchs. Ich hätte gern sowas, diese leuchtenden Blöcke. Gern in Rot, wirklich. Kommt, das reicht fürs Erste. Wo genau befinden wir uns jetzt hier? Ach, da muss ich hin. Was bin ich denn für einen komischen Weg gelaufen? Sorry. Ich glaube, das ist es schon, die Höhle da. Ich glaube, das könnte es sein. So, einsammeln. Die leuchten ja schon rot. Die hätte ich gern, also das Leuchten von denen. Hätte ich gern als Block, als Baublock. Ich glaube, ich bin hier doch falsch. Oder? Oder geht's irgendwo anders weiter, wo ich das jetzt übersehen habe? Nee. Genau, das Schild zur roten Laterne, das fehlt noch. Ich glaube, das ist die Höhle gewesen, wo wir rein müssen. So, wilder Stress. Ja. Aber wir sind schon an dem vorbei.
Die rote Laterne, die kann ich gerne nachbauen. Oder zumindest versuchen. Warte mal, ist das vielleicht doch die Höhle hier unten? Standort oben, okay. Ja, komm. Zinnerz und Holzbretter. Okay, die Laterne machen wir irgendwie nicht an, warum auch immer. Oh. Ah, Mistratten. Wo kommen die her? So, hier gibt es wenigstens keine Bücher. So, was ist das? Holzbretter, nice. Nochmal ein bisschen Schwarzpulver-Dinger. Hagelblitz-Zauberstab, hoppala. Ja, wieder einen Zauberstab gefunden, aber war jetzt doch nicht das, was ich gesucht habe. Ja, kurz abwarten. Helles Irrlicht. Die Irrlichter benutzen wir irgendwie gar nicht. Ich glaube, die Höhle war hier hinten irgendwo. Jetzt steht der Standort unten, hä? Drachenhöhle. Ah, hier haben wir sie. Quest abgeschlossen. Gerüchte über die Drachenhöhle. Wo führt das hier hin? Oh. Okay, über die andere Höhle hätten wir hier hinkommen können. Ja, gut. So. Drachenschwert. Macht auch 7 Rucksack voll? Warte mal. Wie Rucksack voll? Ja, dann weg mit dem Zauberstab. Und weg mit dem Ding. So.
plus 7 Feuermagie-Schaden macht das jedes Mal. Ja, kann weg. Sieht aber auch nice aus, das Drachenschwert. So, paar Ruckler werden gleich kommen, oder? Nee. Ich habe immer Angst wegen den Ruckler. Oh, beiden, warte. Wo waren. Da. Zu Hause. Dann gehen wir eben noch mal ein paar Sachen einlagern und auch noch mal kurz schlafen irgendwie. Ja, zuerst schlafen würde ich sagen. Nee. Zuerst einlagern. So. Ich fange von oben an. Holzscheite. Äste. Hier habe ich nichts. Ah, die Knochenkiste ist voll. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir jede Kiste hier Rand gefüllt haben. Und auch aus jeder Kiste was Magisches gemacht haben. So, dann fange ich hier hinten mal an. Ja, jetzt habe ich die sich aus Versehen rübergeschmissen. Hä? Die wollte ich hier reinpacken. Alles klar, Oldcoin, bis gleich. So. Hierfür habe ich nichts, dafür habe ich nichts, dafür habe ich nichts. Habe ich für hier was? Ne, keine Lotion. Aber für hier habe ich ein bisschen was. So. Für hier habe ich nichts. Ah, ich habe jetzt dann nur noch eigentlich die Eier.
Den Rest kann ich ja und die Knochen halt. Das kann weg. Suche ich mal eben die Eier. Wo auch immer ich die hingetan habe. Und 30 Eier haben wir. So, und hier kann ich die restlichen Knochen mit hinzupacken. So. Was gibt es denn hier noch so für Rezepte? Knochenmehl, Mehl und fossiler Knochenstaub. Und hier kann ich das Fleisch noch hinzufügen. So. Dann sind irgendwann die Fleischkisten auch voll. So, und jetzt können wir schlafen gehen. So, und die Waffe will ich jetzt verbessern. So. Achso, das Knochenmehl kann ich auch eben. Okay, obwohl, das kann ich gleich machen. 44 Schaden machen wir damit jetzt. Insgesamt. Hier Knochenmehl. So, und die Münzen wieder da rein. Boah, ich freue mich schon, wenn ich hier wirklich die Kathedrale baue. Klar, das Ding sieht echt momentan nicht schön aus, aber sieht einfach aus wie so ein Block. Aber nun ja, und wir können jetzt eben. Wir haben 2 Erfahrungspunkte. Wir könnten die beiden hier noch machen, oder wir könnten Schockwelle. Können auf irgendwas anderes schon mal hinsparen. Wenn du einen vom Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, stellst du plus 5 Sekunden Miasma-Zeit wieder her. Ermöglicht es dir schneller mit einhändigen Schwertern und Äxten anzugreifen? Ich will vielleicht darauf hinsparen. Also schnelle Klingen. Und das hier auch vielleicht nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit den Miasma-Wurzeln wird. Ob man irgendwann auch noch vielleicht alles erlernen kann. So, Tagebuch. Taverne von Emily Frey. Obeliskenforschung, Zeit für die Ernte. Das will ich immer noch machen. Inzwischen hast du von der ehemaligen Taverne der Bäuerin in Bruchshafen erfahren. Sie hat ihre Taverne mit eigenen Händen errichtet und hat vielleicht noch Baumaterialien dort gelagert. Finde ihre Taverne im Herzen der Stadt und suche dort nach übrig gebliebenen Materialien. So, auf Karte anzeigen. Ah, das ist da. Ja, eigentlich Bruchtal, genau, hast du recht. Sonnentempelgeschichten. Die meisten sind alle hier an einem Fleck. Aber wir können, glaube ich, noch nicht die nächste Flammenstufe hier machen, ne? Fossile Knochen fehlen noch, Minzpilzfleisch, Funken, Ammoniakdrüse, Zinnerz und Räubusch. Haben wir nicht genug.
So, Zinnerz haben wir 15. Davon haben wir nur 17. Wie viel bräuchten wir dafür? 20. Von allem 20 brauchen wir, außer hier die Brutmonstrositätköpfe. Wo kriegen wir das Minzpilzfleisch her? Müssten wirklich mal farmen gehen, was das Zeug angeht. Vor allem hier haben wir auch nochmal eine Quest. Oder irgendwie so weiter in der Richtung. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Riesige Miasma-Wolke. Ach nee, das ist weiter dort. Okay, rotes Miasma können wir nicht rein. Wo war das doch hier? In dem Miasma. Ah, ich sehe schon, was das ist. Wieso kann ich jetzt gerade meinen Bogen nicht benutzen? Weil der nicht ausgerüstet ist. So. Kommt da noch mehr auf uns zu? So. Komm. Jetzt die da noch? Ernsthaft? Okay, ihre Zauber sind jetzt zu nah. Ah, doch geht. Ich dachte schon, das wäre jetzt zu nah. So. Wenigstens wieder so eine Miasma-Seele. Haben wir wieder eine mehr. Natürlich. So, und weiterhacken. Da ist ja noch einer. So. Und da noch weiter Richtung Osten können wir ja nicht. Weil uns hier jetzt noch ein paar Ressourcen fehlen, sagen wir mal so.
Entschuldigung. Hat arme Hüte von seinem Zuhause vertrieben. Das ist ja noch so ein Turm. Ich will jetzt erstmal nach da oben. Ich will wissen, was da ist. Also. So, das nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht. So, da geht's nicht weiter für uns. So, vielleicht erstmal zu dem riesen Fossil da hinten. Dass wir zumindest schon mal die erste Ressource irgendwie sammeln, die wir brauchen. Und willkommen zurück, Oldcoin. Die Dinger brauchen wir auch. Wie viel habe ich jetzt eingesammelt von dem? Nur ein. Okay, noch ein bisschen brauchen wir. Davon brauchen wir aber auch noch ein bisschen was. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel. Also 20 insgesamt. Ist jetzt nur die Frage, wo kriegen wir eigentlich das Pilzminzfleisch her? Wie viel haben wir jetzt? 10 davon. Die Flamme. Ah, hier kann ich es sehen. Funken haben wir ja mehr als genug. Ammoniakdrüsen brauchen wir noch. Zinnerz müssen wir auch mal gucken, wo wir das herholen. Und warte. Genau, Minzpilzfleisch und Ammoniakdrüse. Ja, wo kriegen wir die her? Nee, ich war nicht auf der Suche nach Glühwürmchen. Ich glaube, ich hatte nur gesagt gehabt, so, wir müssten mal Glühwürmchen sammeln. Nur. Abgesehen von dem Gebiet, also wo man quasi ganz am Anfang war, wenn man das Spiel spielt, startet, weiß ich jetzt nicht, wo es sonst Glühwürmchen gibt. So. Ich höre hier irgendwo eine Katze. Ach, da drunter ist eine Katzenhöhle. Jo, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, lass mich hoch. Wir haben beide nichts von, wenn du mich da unten lässt. So, Rohrzucker. Stimmt, Rohrzucker müssen wir auch noch anbauen. Wir müssen eigentlich so einiges hier machen.
Pflanzenfaser brauche ich jetzt nicht direkt. Ach, hier sind wir wieder. Bei der Stadt. Okay. Hier wurde jemand lebendig begraben. Sieht zumindest danach aus. So, was Pilz-Minzfleisch angeht, habe ich aber eine Idee, wo das vielleicht sein könnte. Höhlenpassage. Jetzt, wo ist eine Höhlenpassage? Das da? Das, okay. So, ich markiere mir das da schon mal, damit ich weiß, in welche Richtung ich rennen darf. Weil ich glaube, die Ammoniakdrüsen und den das Milz, Pilzmilzfla das Minzpilzfleisch kriegen wir vielleicht da unten in dem großen grünen Miasma-Bereich. Warum auch immer das Miasma dort grün ist. Vielleicht ist den Entwicklern beim Programmieren irgendwie die grün, die blaue Farbe ausgegangen und deswegen mussten die jetzt auf grün wechseln. So, jetzt ist nur die. Ah, Wookies. So, Räubusch haben wir auch schon wieder. Oh, da raucht was. Hier raucht aber ordentlich was. Hä? Was qualmt denn hier so? Da war gerade irgendwie was. Was raucht hier denn? Höhlenpassage, wahrscheinlich da drinnen. Standort unten. Wo das Miasma rot anfängt zu werden. Ja, doch nicht. Ah, bei denen wieder, okay. Das ist das, was so am Rauchen war. Alles klar, okay. So geht's auch, ne?
So, das Ding haben wir irgendwie noch nicht gelöst gekriegt. Warum auch immer das dort bleibt. Da ist noch ein Elixierbrunnen. So, wir haben drei. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Die Reinigung? Ne, nicht die Reinigung. Was wollten wir? Nemesis. Das hier, schnelle Klingen wollten wir. Und das hier festmalen. Ich würde aber zuerst vielleicht auf schnelle Klingen gehen. Mal gucken, wie einfach es jetzt ist dort. Die Jasperinseln. Ah, von denen kriegen wir das. So, wie viel haben wir jetzt? Komm, ich gucke einfach hier. Sechs haben wir schon. Jetzt sieben. Zehn haben wir jetzt. Also nochmal 10, dann haben wir vollständig. Ich nehme zur Not nochmal ein bisschen mehr von dem mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das nochmal für irgendwas. So, jetzt müssten wir 19 haben. So, das haben wir erfüllt. Brauchen wir jetzt nur noch diese Miasmadrüsen? Gegen die kämpfe ich mal lieber noch nicht. Also, ich bin schon unten. Oder doch noch nicht? Da haben wir's. So, weg mit der. Wie heißt die? Fie Banshee? Oder sowas irgendwie? So, nehme ich trotzdem mal alles mit. Ich glaube, diese Geister, die heißen Banshees. So, jetzt haben wir sechs. Wir haben sechs.
Wieso haben wir jetzt 6? Von einem einzigen? Wo kommt die denn her? Oder das Ding? Jo, hat mich jetzt einmal erwischt. Alter. Okay, super. Jetzt muss ich meine Sachen eben wieder rausholen. Echt jetzt? Das war jetzt doof. So. Den Banshee wieder weg. So. Nein, nicht darunter fallen. So, geht jemand auf den anderen auf den Sack? So, da vorne war das. Ist jetzt wieder voll mit Leben, okay. Alter. Okay, im Nahkampf war es doch einfacher gegen den. Nein. Okay, gleich habe ich ein Problem. Meine Waffe ist gleich hinüber. So. Komm, ein paar Schüsse noch? Ja. So. Nehmen wir alles mit. Kunstvoller Holzbogen. Hoppala. So, und meinen Scheiß wieder einsammeln. So, was fehlt uns noch für die Flamme? Zinnerz. Ich glaube, es ist nur noch Zinnerz. Alles andere müssten wir haben. So, Wegpunkt lösen. Hier, das hier fehlt uns auch noch. So, ich gehe jetzt einmal alles reparieren. Und alles andere einlagern. Warte mal. Wie? So, okay, die Frames kurz auf wieder.
Der kann weg. Das kann auch weg. Also Knochen passt. Hoppala. Die Tücher haben wir auch schon bald durch. Also voll. Warte mal, 28 Kupfer und 21 Zinn. Ich muss gleich mal schauen, wie viel wir für Bronzebarren brauchen, um aus denen Bronze herzustellen. So. Hier, die fehlen noch. Die kriegen wir gleich. Oh, fehlt uns auch noch ein bisschen was. Zwei. Okay. So, Glühwürmchen haben wir auch nur zwei. Ach so, wir hatten schon 17 gehabt, okay. Ich glaube, hierfür hatten. Nee. Für hier? Nee, wir haben nur noch Knochen und Bücher. Und halt diese monströsen Dings. Wo, die Bücher? Da. Ein Buch hatten wir hinzugefügt. Ich glaube, das Minzpilzfleisch packe ich auch erstmal hier rein. So, die Kopftruhe. So, die packe ich auch mal hierzu. Ei, komm, so. Apropos Fleisch. Hier. Ja, Minzpilzfleisch. Wo habe ich die hingetan gehabt? Irgendwo hier. Oder? Hier. Minzpilzfleisch. Hört sich richtig schön an, ne? Ich wünschte, ich könnte das wie Gronkh und Tobi aussprechen, aber. Da bin ich ein bisschen zu unbegabt. So, einmal pennen.
So, und insgesamt fehlt uns dann. Also warte mal, wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Fossile Knochen fehlen uns noch ein bisschen, Ammoniakdrüse fehlt uns noch ein bisschen und Zinnerz fehlt uns. So, fossilen Knochen. Gab es hier. Gab es hier unten auch noch irgendwie was? Ich glaube, für das Dingens, Ammoniakdrüsen, müssen wir irgendwie hier in die untere Ebene davon. Obwohl, die hieß auch hier. Dann reise ich mal dahin schnell. Und würde in Richtung Westen gehen, genau zu dem Knochen da. Reicht davon noch mit. Oh, da ist eine Truhe. Fünfundfünfzig Schaden, aber es ist eine Zweihandwaffe, ne? Ja, ist Zweihand. Zweihandwaffe brauche ich nicht. So, dann darf man noch ein bisschen einsammeln. So, das müsste, glaube ich, reichen. 7 Stück, ja, das passt. Okay, jetzt Ammoniakdrüsen. Ich glaube, da kriegen wir von diesen roten Pilzen, die immer so rumlaufen. Rauen Blick. Hier waren wir aber schon mal. Also hier gibt es nichts Neues für uns. Und dann ist die Frage, wo kriegen wir nochmal Zinnerz her? Weil Zinn brauchen wir ohnehin jede Menge, um Bronze herzustellen, genauso wie Kupfererz und oder Kupferbarren an sich. So, Zuckerrohr, Rohrzucker nehmen wir auch nochmal mit. Die Pilze sind da unten. Ach, hier gibt es die Dinger auch. So, wo befinden wir uns? Okay. Vielleicht entdecken wir hier. Ach, wir sind im Umbra-Krater. Okay. Also, wir suchen aber die roten Pilze, die hier rumlaufen. Wie den da. So. Genau. Ach, 6 Drüsen hat er. Okay, das kriegen wir schnell zusammen, wenn wir noch einen finden. Frage ist nur, wo? Wir sind wieder bei den Jasperinseln. Den hier hatten wir schon. Ich würde noch weiter in die Richtung vielleicht. Boah, gerettet.
Hier haben wir einen. Okay, da hinten wurde einiges getötet. So, jetzt aber. So, nochmal 5. Ich würde mal behaupten, 2 noch, dann haben wir die vollständig. Zwei noch von den roten Pilzen. Da haben wir den nächsten. Und ich sagte noch 2. Perfekt. So, wo ist der andere? Da. So, 23. Passt doch. Okay, jetzt einen Ausweg suchen. Irgendwie müssen wir hier jetzt rauskommen. Straße entlang. Kommen wir dann irgendwann im Ausgang. Dann fehlt jetzt nur noch Zinn. Miasma-Holz nehmen wir auch mal mit. Dahin gehen wir nicht. Ich würde dann mal. Ich würde mal Richtung Süden gehen. Also in Richtung zerstörte Brücke. Vielleicht finden wir da noch irgendwie einen Weg. Ist das Zinn? Hindert er mich am Zinnabbau? Frechheit. Ja, wir haben Zinn gefunden. Okay. Jetzt darf ich nur hier nicht drauf gehen. Ich würde da vielleicht im Rucksack einmal damit umtauschen, damit ich sehe, wie viel wir haben gleich. Dann brauche ich selber nicht zu zählen. Oh, Kalksteine haben wir auch noch mit eingesammelt. So, einmal kurz pausieren. Gibt's hier? Doch, da war noch Zinn. So,
So, gleich haben wir die 20 beisammen. Einen noch. Ja. Was haben wir hier? Oh. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Vielleicht am besten den Weg hier folgen. Und die Zeit wird jetzt langsam doch knapp. Okay, ein bisschen mehr als 2,5 Minuten haben wir noch, um einen Ausgang zu finden, aber keine Ahnung, ob das reichen wird. Vor allem, was ist das denn da jetzt für ein Weg? Und wo gehe ich genau hin? Okay, könnte gefährlich werden. Vor allem hier fangen Steine schon an zu schweben. So 2 Minuten noch. C4. Oder C4. Also hier müssen wir definitiv nochmal herkommen. Allein weil hier Zinn gibt's. Jetzt habe ich ein Problem. 1 Minute noch. Und ich habe noch keinen Ausgang aus dem Miasma gefunden. Ja, jetzt habe ich gleich wirklich ein Problem. Nein! Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Wie kommst du denn darauf, dass das Miasma schlecht für mich ist? So, jetzt ist die Frage, wo genau ist das, mein Zeug jetzt? Da. Die Warte ist aber am nächsten. Dann würde ich von der Warte darüber gehen. Aber ich frage mich, wie du darauf kommst, dass das Miasma nicht gut für mich ist. Wie, du wurdest genötigt, am Wochenende zu arbeiten. Würde die Beschwerde einreichen, Oldcoin? Das geht so nicht. So, jetzt weiter die Richtung. Immerhin haben wir wieder 10 Minuten Zeit im Miasma, um hier wieder rauszukommen mit den Sachen. Und wir können uns im Miasma ja nicht teleportieren. Also keine Schnellreise machen.
Alter, nein, hör auf. Okay, hier sind ein paar mehr von diesen roten Pilzen. Surats Rast. Ah, hier sind wir wieder. Moment. Schimmert da so viel? Hier schimmert so einiges. Jetzt ist der Pilz hinter uns auch noch her. So, und Olkan, genau wie Freddy sagt, so möge die Pflanze in Innos Strafen im Feuer brennen und Buße tun. So, hier haben wir die Hauptstraße. Jetzt muss ich die Pilze loswerden. Hier gibt es schon sehr viele von diesen roten Pilzen. So. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal drauf gehen, kommen wir da an. Dann hier entlang. Und ich hoffe, es liegt jetzt nicht irgendwie oben oder so. Da liegt's. So, weg mit dir. Jetzt müssen wir alles wieder vollständig haben. Also schnell aus dem Miasma raus. Ich muss mal schauen, dass ich mal so einen Pilz hier, aber eher so einen blauen Pilz, irgendwie einfange und dann als Haustier behalte oder so. Dass es möglich sei. Obwohl Haustiere soll man früher oder später so oder so hier kriegen können. Glaube ich zumindest. Wird das gewünscht von der Community. Dann hoffe ich, dass das wirklich dann kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass man entweder. Also, dass Nutz- und Haustiere getrennt voneinander irgendwie auftauchen werden. Also in einem Update oder so. Dass man eines von beiden auf jeden Fall zuerst bekommt. Entweder Haustiere oder Nutztiere. Wobei Nutztiere vielleicht Sinn machen könnte. Und vielleicht kommen dann auch neue Rezepte dazu oder sowas. Dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie so eine
so eine Kuh oder sowas hier irgendwie bekommt. So als Nutztier. Dass man von der dann auch noch neue Zutaten kriegt, wie Milch, nicht nur Fleisch. Umbra-Kater, ernsthaft? Wir sind wieder hier. Ich werde hier wieder im Miasma sterben. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich glaube, ich werde hier jetzt immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder sterben. Wohl, warte. Könnte. Ach nö, den will ich jetzt nicht. Der verschwendet jetzt eher nur meine Zeit. Wohl, warte. Ist das ein Weg nach oben? Das sieht aus wie ein Weg nach oben. Boah, bitte lass jetzt das Miasma da oben aufhören. Ja! Wir haben es doch geschafft. Okay, das heißt, wir können uns jetzt eben wieder nach Hause porten. Ist zwar nicht weit, aber bevor jetzt noch irgendwie was passiert, was wir wieder nochmal suchen dürfen. Und so. So. Minzpilzfleisch hatten wir wo gelagert? Nee, nicht hier. Hier. So, Stapel teilen. So. Warte mal. Stapel teilen. Haben wir für hier irgendwas? Ne. So, Stapel noch mal teilen. Passt. So, Stapel nochmal teilen. Passt. So, was brauchten wir noch? Rohrbusch. Also, Zinnerz haben wir passend da. Das war es nicht, das war es nicht. Aber davon. Ach so, Rohrbusch hatten wir. Stapel nochmal teilen. So. Und dann brauchen wir noch so eine Blutmonstrosität. So. Haben wir alles? Wir haben alles grün. Flammenstufe erhöht. Stufe 5. Nice. Was bräuchten wir jetzt für das nächste? Schwefel, Safran, Funken, Eisenerz, Lapis Lazuli, Yuccafrucht und Blutsichelkopf. Diesmal von allem 40. Ah, Scheiße. Scheiße. So, aber
Alles andere kann ich schon mal einlagern. Wo hatte ich die Miasma-Hoden reingetan? Jetzt ernsthaft, wo waren die denn drin? Waren die hier irgendwo? Äste haben wir auf jeden Fall. Einen gehabt. Hat nur davon was? Nope. So, davon hatten wir was. Stein hatten wir einen. Da! Da sind die Miasma-Hoden. Ah ja, und die Münzen müssen wir auch noch einlagern. Dann würde ich jetzt noch einmal ein kleines, kurzes Päuschen machen. Ich glaube, ich chill mich hier mal lieber wegen dem Ausgeruht-Buff ans Lagerfeuer. An die Flamme, meine ich. Und dann sehen wir uns gleich mal wieder.